Willkommen, Sternenreisende in der Galaxie WB04 und auf der Ätherfrequenz des YouTube-Kanals von Writing Bull. Mein Name ist Dorun und das ist mein charmanter Mitmoderator Arayos. Abend. Wir sind hier in Stellaris bei unserem Multiplayer-Rollenspiel-Event mit unseren Spielern und warten gespannt auf eine Ankündigung des Hohen Rats der Gelehrten, genauer ihres Anführers Zamakas, an den ich jetzt hier übergebe. In der Galaxie breitet sich eine Live-Schaltung aus. Jeder, der sie annimmt, sieht einen großen, hell erleuchteten Raum voller Tarnon, Zurani und imperialen Menschen. Ein Tarnon, gekleidet wie einer der hohen Ratsangehörigen der Gelehrten, tritt nach vorne und fängt an zu schreien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hochgeschätzte Gelehrte, werte Gäste, ich freue mich, dass Sie heute alle so zahlreich an diesem geschichtsträchtigen Tag erschienen sind. Sie fragen sich vermutlich, warum dieser Tag so geschichtsträchtig ist, dass wir Sie hier eingeladen haben. Nun lassen Sie mich damit beginnen, dass ich Ihnen erkläre, was es mit diesem Tag auf sich hat. Heute, vor 50 Jahren, zerfiel der letzte tarnonische Nationalstaat, die Union von Tarnon. Vor 60 Jahren zerfiel die Föderation. Vor 100 Jahren obsiegt sie die Union im tarnonischen Krieg. Diese Ereignisse führten dazu, dass der Tag im Volksmund als der Schicksalstag der Tarnung bezeichnet wird. Aufgrund der Bedeutung dieses Tages wollen wir, der Hohe Rat der Gelehrten, das heutige Ereignis in dieselbe Tradition stellen. Sie alle werden Zeuge der Gründung des neuen tarnonischen Nationalstaats. Denn wir, der Hohe Rat der Gelehrten, hat Sakul, Großherzog von Mara, zum König von Tevos und zum Kaiser der Tarnung gewählt. Und nun bitte erheben Sie sich und heißen Sie mit mir, Sakul, den ersten Kaiser der Tarnung, König von Tevos, Großherzog von Mara, willkommen. Die großen Flügeltüren werden geöffnet und ein 2 Meter großer Tarnon in einer rot-goldenen Uniform betritt den Raum und geht auf einen Stuhl im Zentrum des Raumes zu. Der Tarnon setzt sich und signalisiert mit einer Handbewegung, dass sich die Anwesenden setzen können. Sehr verehrte Gäste, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr so zahlreiches Erscheinen und ich möchte Ihnen direkt mitteilen, dass meine Regentschaft über das Neo Imperium Nobilitatis eine Zeit der Einigkeit und der Stabilität in der Galaxie vorangehen wird. Das ist eine meiner ersten Amtshandlungen meiner Regentschaft ist die Beendigung des Zeitalters der Kategorisierung und die Wiederherstellung der alten Namen der alten Welten. Meine zweite Amtshandlung wird es sein, zu verkünden, dass das Imperium sich der Allianz der freien Reiche in der Galaxie anschließen wird. Und um zu versichern, ich werde alle meine Kraft und Energie zum Wohle der Tarnon einsetzen und dass wir uns aus den Ruinen der Union wiedererheben und unseren rechtmäßigen Platz in der Galaxie wieder einnehmen werden. Ad Victoria! Ad Victoria! Ad Victoria! Ad Victoria! Nur denn, Master, dann entführt uns bitte in die höhere Sphäre. Jupp. So. Dann hole ich noch Tracina. Genau. Und hallo an die Zuschauer da draußen. Ne? Hier sind wir nun nach der Ankündigung. Das Spiel läuft jetzt auch weiter. Und wir sind auch nicht allein, also nicht nur Arayus und ich, sondern wir haben heute auch die Tracina hier bei uns. Guten Abend, Sender Sivea, würde ich als Kinoko sagen, aber diesmal bin ich nicht in der Mission von Kinoko hier, sondern einfach nur Beobachter. Genau, denn heute wird Deminutio für Sie spielen, denn heute ist die letzte Sitzung von WB04, zumindest die letzte Sitzung, die wir aufnehmen werden. Und es werden wohl, das muss ich leider als Warnung direkt vorwegschicken, auch nur noch dieser und der nächste Part werden. Natürlich wird wieder das Savegame zur Verfügung gestellt, vermutlich vom Ende dieses Parts. Genaueres werde ich aber im letzten Part noch erläutern. Ja. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Green Jokey bei mir, meinen treuen Stellvertreter, der die Wächter spielt. Einen wunderschönen guten Abend.
Genau. Das hat ja beim letzten Mal der liebe Osling übernommen. Heute ist Winjoki so freundlich, das für mich zu übernehmen, was mir viel Arbeit abnimmt. In diesem Sinne also an der Stelle nochmal Dankeschön. Genau. Dann bin ich ja jetzt mal so rumgegangen. Die meisten werden heute auch tatsächlich in der letzten Sitzung immer noch von ihren originalen Spielern gespielt. Einzige Ausnahme, wie gesagt, die Kinoko, die von dem Minuzio gespielt werden, und das Zuranische Kaiserreich, was heute mal Franz 8 übernommen hat. Der sonst der Ersatzspieler für Meda ist. Genau. Und eine Sache direkt vorweg, mein lieber Vertreter der Wächter. Ich möchte darum bitten, dass du unser Volk, also die Wächter und auch unsere Nachbarn, die Promossi Isolation im Süden, also nur das Heiligtum selbst ist damit gemeint, bitte gegen die Invasion der Contingency verteidigst, wenn notwendig. Ich denke, das wird sich einrichten lassen. Oha, ja, die verleimen sich immer mehr vom Galaktischen Kaiserreich Österreich ein. Exakt. Die haben sich jetzt nämlich hier komplett dazwischen gedrängt. Jetzt ist das Kaiserreich Österreich von uns abgeschnitten. Und dementsprechend werden sie wohl als nächstes versuchen, den Raum der Wächter zu infiltrieren. Und das muss natürlich aufgehalten werden. Genau. Ansonsten gibt es, glaube ich, im Moment keine aktuellen Auseinandersetzungen, außer natürlich, wie gesagt, mit der Contingency. Beim letzten Mal haben die Silence und ihre Verbündeten es bereits geschafft, die Contingency innerhalb ihrer Grenzen nicht nur zurückzudrängen, sondern zu besiegen. Aber es sind halt noch drei weitere Bereiche der Contingency übrig. Einmal hier bei den Xell und nahe den Grenzen zu den Goa in Dar 9. Dann noch weiter oben bei der Zero-Sock-Matrix an der Grenze zu den Shantari in dem Gebiet Most Haven oder Most Havon. Und eben dieser sehr große, sich ausbreitende Bereich der Contingency in Logan, Durik, Xunur, Patam und Tem, der doch, finde ich, langsam ziemlich gefährlich aussieht. Leider hat ja der Kaiser des Kaiserreichs Österreich sein Reich verlassen und es vorher gegen alle anderen abgeriegelt. Deswegen war es äußerst schwierig, die Contingency innerhalb der Österreicher irgendwie zu kontrollieren. Das sollte jetzt vielleicht etwas einfacher sein, wo sie zumindest über die Scherzerak oder über uns erreichbar sein müssten. Da ich jetzt mal wir langsam auf das Ende dieses Events zusteuern, würde ich doch mal unsere lieben Moderatoren fragen, wie ihr so dieses Event empfunden habt. Vielleicht auch im Gegensatz zu den anderen Events, was hat euch sehr gut gefallen? Was würdet ihr vielleicht das nächste Mal besser machen? Einfach mal so frei Schnauze. Ui, Arayus, willst du anfangen? Jetzt schiebst du mir wieder den Schuh. Wieder, normalerweise bin ich derjenige, dem es zugeschoben wird. Touché. Ich muss sagen, mit jedem WB-Event, was wir bis jetzt gemacht haben, ich meine, beim Zweier waren Owen und ich ja auch noch Mitspieler, mit jedem Event lernen wir was dazu, mit jedem Event kriegen wir viele Verbesserungsvorschläge, und ich muss sagen, das Event jetzt hat mir, wie die anderen auch, sehr gut gefallen. Natürlich, es gab hin und wieder mal so ein paar Aufreger, aber das bleibt halt nie wirklich aus. Und wie schon gesagt, mit jeder Situation lernt man. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen haben die Leute doch einen sehr souveränen Job gemacht. Und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden so jetzt im Großen und Ganzen. Also ich muss auch sagen, ich schließe mich dir da definitiv an. Ich finde, jeder unserer 12 Spieler, also wir hatten ja im Prinzip 12 Spieler, dann hatten wir Kadros als Maschinen-Empire, also Fallen-Maschinen-Empire, dann hatten wir mich die meiste Zeit als normales Fallen-Empire, das war übrigens, nur um das nochmal klarzustellen, eigentlich so nicht geplant, es hat sich einfach eingeschleift, und dann halt die 12 Spieler, und man kann sagen, die 12 Spieler haben alle einen guten Job gemacht, ja, klar, einige stechen mehr hervor, hier werden einige wahrscheinlich die Goa rufen. Aber wie gesagt, ich denke, jeder hat seinen Teil ganz gut gemacht. Manche haben halt ein eher zurückhaltendes RP gehabt, manche ein etwas
offensiveres RP. Da wären dann zum Beispiel die Gurren zu nennen tatsächlich. Aber ich finde halt, alle haben auf ihre Art und Weise versucht, es möglichst gut zu machen und haben sich Mühe gegeben. Und man kann ihnen da wirklich nur gratulieren, wie lange sie da so gut durchgehalten haben mit ihrem jeweiligen RP. Ich kriege übrigens gerade die Information von der Imperial Navy, dass, wenn wir etwas hören wollen, doch mal in den Sammelchannel kommen sollen. Oha, oha. Ja, dann entführe uns doch erstmal in den Sammelchannel. Dann werde ich mal vorweggehen und Bescheid geben. Genau, geh mal vorweg und dann zieh uns nach. Ja, ansonsten kann man auf jeden Fall sagen, wir werden wohl bei WB05 einige Sachen anders machen jetzt hier, aber es steht halt echt noch nicht fest, was. Da müssen wir in Ruhe, glaube ich, drüber nachdenken. So, da sind wir jetzt im Sammelchannel. Okay, sind alle da? Gut. Yes. Fast alle, ja. Ja, also genau. Dann, wir haben gehört, es soll hier eine wichtige Ankündigung oder eine wichtige Information zu hören geben für die Wege jenseits des Äthers. Entschuldigung. Genau. Hier spricht der High Admiral der Imperial Navy. Wir haben ja bereits die Continuants oder wie sie auch immer sich schimpfen, diese blöden Blecheimer, bei den Silence besiegt und haben dadurch Taktiken und Manöver kennengelernt und verbessert, um diese Krise entgegenzuwirken. Deswegen haben wir beschlossen, von nun an als Verteidiger dieser Galaxie aufzutreten. Und da die Österreicher es nicht schaffen, dagegen anzukommen oder nicht dagegen ankommen zu wollen, werden wir hiermit intervenieren und ihnen es einfach machen, indem wir nämlich einfach alles holen. Okay. Das bedeutet konkret, ihr werdet die Contingency, die sich zwischen den Wächtern der astralen Insonne und zwischen dem östlichen Teil des galaktischen Kaiserreichs Österreich ausgebreitet hat, bekämpfen? Und dabei auch gleichzeitig das galaktische Kaiserreich Österreich. Wenn du mal guckst, da ist ein Krieg ausgebrochen. So sieht das aus. Ja gut, also werdet ihr es bei der Gelegenheit gleich quasi unter Schutz nehmen. So könnte man es betonen. Wir wollen vor allem die gute alte Erde, auch wenn es nicht unsere ist, aber eine Erde ist eine Erde und deswegen müssen wir es beschützen. Nun gut, das klingt ja ganz interessant. Die Frage ist natürlich, was eventuell andere Völker dazu sagen hat. Möchte irgendjemand dazu etwas sagen oder ist das im Prinzip für alle so? Sämtliche Kontaktversuche ins Kaiserreich und zum Kaiser oder seiner Pressestelle bleiben unbeantwortet. Da hört ihr es. Es scheint also keine offizielle Stellungnahme vom Kaiserreich Österreich dazu zu geben. Da müssen wir abwarten, wie diese Entwicklung sich fortsetzt. Gut, Meister, dann würde ich sagen... Dann ziehen wir uns wieder zurück. Okay, es war jetzt auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, muss ich sagen. Ja, vor allem war es einfach so, ja, wir machen sie platt und dann verleiben wir uns einfach mal, wenn wir schon mal da sind, alles ein, ne? Ja, deswegen habe ich das auch so nett als unter Schutz nehmen ausgedrückt. Ne? es war halt schon auffällig, dass das natürlich irgendwo eine Gelegenheit ist für die Imperial Navy, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Contingency wird langsam echt gefährlich. Ich bin also durchaus dankbar, dass jemand gegen die Contingency kämpfen möchte. Ich finde was anderes sehr interessant. Die Föderation hat nicht reagiert. Gar nicht, stimmt, jetzt wo du es sagst. Die hat gar nicht reagiert. Das scheint aber auch offenbar mit Azathor so abgesprochen gewesen zu sein. Okay. Okay. Dann zumindest gesagt, was diesen Teil bei der Contingency angeht. Das hatte mich einfach nur sehr überrascht, dass noch nicht mal einer der Föderationsmitglieder irgendwie Einspruch erhoben hat, als es um das Gebiet der Österreicher ging. Ich bin gleich wieder da, ich wurde gerufen. Okay. Nee, aber stimmt, das war ungewöhnlich, aber wenn es halt abgesprochen ist,
Ich sag mal so, wie die Stimme eben so schön sagte, Kontaktversuche zum Kaiser oder so werden halt nicht beantwortet, aber das heißt ja nicht, dass nicht doch vielleicht der Kaiser damit einverstanden ist und vielleicht auch die Föderation davon weiß. Das ist natürlich unklar. Ja. In solchen Situationen könnte es hilfreich sein, für euch Zuschauer, vielleicht mal im Forum bei den entsprechenden Parteien vorbeizuschauen, ob da vielleicht irgendwo in dem Faden eine entsprechende Absprache getroffen wurde oder mitgeteilt wurde. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Das kann ich auch immer nur wieder betonen. Wenn man das Event voll ausschöpfen will, ist die Tatsache, dass man im Forum die entsprechenden Beiträge mitliest, keine schlechte Idee. Genau, das ganze Feeling, die ganze Ladung geballte Roleplay kriegt man dann um die Ohren geschmissen. Genau, genau. Ansonsten gucken wir uns mal an, wie es sonst in den anderen Gebieten so um die Contingency aussieht. Also in Mos Tavon scheint es so, dass die Contingency noch existiert mit ihrer 750.000er Flotte. Und die Zero-Zok anscheinend noch nicht bereit sind, sich ihnen zu stellen. Allerdings sehe ich eine relativ große Flotte der Shazarak in Jedi in Lauerstellung, die eventuell dabei zur Hilfe gehen soll. Man weiß es halt nicht. Da 9 ist auch noch die 743.000er Flotte vor dem Gegner noch anscheinend unberührt. Ja, genau, das sagte ich ja. Wer hat gerade diese wundervollen Geräusche verursacht? Ich glaube, das war Yoki. Verzeihung? Ich glaube, das war ich nicht. Aber gut, sei es drum. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Vielleicht waren es ja Interferenzen. Handy-Rückkopplung und so. So das war Beispiel. Definitiv nicht ich. Nee, ist okay. Nein, das glaube ich dir. Darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Alles gut. Ich habe die Information bekommen, dass wir uns nochmal in den Sammelchannel begeben sollten, weil offenbar jetzt eine Ansprache der Österreicher und daraufhin der Imperial Navy folgen sollte. Oho, aha. Also jetzt geht ja alles Schlag auf Schlag. Dann nur ganz kurz hier die Feststellung, auch der zweite Bereich der Contingency jenseits des großen Clusters ist noch unberührt. Es bleibt fraglich, ob sich da die Xell und die Gor eventuell irgendwann mal drum kümmern werden. Gut. Dann würde ich sagen, dann bringen wir uns wieder hoch. Ich bin gespannt, was jetzt folgt. Hallo? Wir haben gehört, es gibt eine weitere Ankündigung von der Imperial Navy und dem Galaktischen Kaiserreich Österreich. So ist es. Wir haben herausgefunden bei der Invasion der Erde, dass der Kaiser, der immer vorgegeben hat, Kaiser zu sein, nicht der echte war. Der echte Kaiser war interniert in einem geheimen Sanktorium und wurde da festgehalten. Wir haben ihn befreit und ja, wir werden ihn nun zurück auf den Thron heben. Interessant. Also wurde hier eine geheime Komplott aufgedeckt, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Asador? Ja. Dein ja? Ja? Also ja. Ja oder nein? Also ja. Moment. eine Übertragung an die gesamte Galaxie und für manche Anwesende direkt vor Ort. Der kaiserliche Thronsaal auf der Erde. Der Kaiser betritt den Thronsaal durch ein großes Flügeltor, flankiert von 2 Space Marines der Imperial Navy. Steigt die Treppen zu seinem riesigen goldenen Thron hinauf und nimmt darauf Platz. Er trägt eine prachtvolle goldene Rüstung und in der rechten Hand einen schweren, großen Kriegshammer. Dann tritt ein Herold vor und spricht in die Kameras und zu den anwesenden Personen. Völker der Galaxie, vernehmt die Worte unseres Herrschers. Ein Schatten hat sich über die Galaxie gelegt. Ein Schatten, so undurchdringlich wie die tiefste Schwärze des unendlichen Raums. Völker wandeln auf dunklen Pfaden und verehren dunkle Götter. Maschinen erheben sich und widersetzen sich ihren Meistern.
Alte, der Vergessenheit anheimgefallene Völker meinen uns unsere Lebensweise diktieren zu müssen. Dem kann nicht weiterhin tatenlos zugesehen werden. Daher gibt es nur einen Schritt, den unser Herrscher zu gehen in der Lage ist. Den Schritt nach vorn. Als Teil dieses Schritts legt der Kaiser hiermit vor den Völkern der Galaxie als Zeugen den heretischen katholischen Glauben ab. Es ist ein falscher Glaube und ein falscher Gott. Ebenso ist es Teil dieses Schrittes, Namen und Titel abzulegen. Ein Zeichen des Neuanfangs, für den unser Herrscher steht. Völker der Galaxie, sehet und beugt das Knie vor dem Herrscher des Imperiums, dem allmächtigen und ewigen Gott-Imperator. For the Emperor! Ad Victoria! For the Emperor! Also. Ein weiterer geschichtlich sehr großer Moment. Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück, um darüber nochmal in Ruhe zu sprechen. Genau. So, ich denke. Ich denke, das ist. Da geht's ja heute mal Schlag auf Schlag, ne? Also erst die Ausrufung des Neo Imperium Nobilatis, das wir hier übrigens jetzt auch in seiner Umbenennung sehen. Ne, um nochmal darauf aufmerksam zu machen. Dann die Einmischung der Imperial Navy in den Konflikt mit der Contingency und dabei die Ankündigung, zumindest den östlichen Sektor der östlichen Sektor für sich einzunehmen. Dann die Entdeckung auf der Erde bei dieser Invasion, dass anscheinend alles nicht so war, wie wir dachten. Wir verstehen es immer noch, ehrlich gesagt, nicht. Vielleicht sollte man das im Forum mal nachlesen. Ich hoffe, dass es dort dazu eine schöne Ausführung gibt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschlagen, was so in diesen 20 Minuten bisher passiert ist. Naja, alle stehen unter Zeitdruck. Jetzt schnell, schnell. Ja, natürlich. Ja, klar. Tracy hat schon recht, für die Zuschauer logisch. Wir haben halt angekündigt, dass es nur noch diesen und den nächsten Part geben wird. Und jetzt setzen natürlich alle ihre RP-Ideen noch um, bevor es quasi zu spät ist. Sozusagen, es kommt dann so, einen habe ich noch. Ja, frei nach Otto Walkes. Einen habe ich noch. Genau. Aber mal sehen, vielleicht kommt ja gleich schon das nächste. Oder um es in Strategiespielermanier zu sagen, one more turn. Genau, eine Runde noch. Genau. Ja, stimmt, das ist wohl wahr, das macht Sinn. Aber ich finde es interessant, dass sich so auf den letzten Metern noch was entwickelt. Allerdings finde ich es ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass sich irgendwer um die Contingency kümmert. Allerdings, weil zum Beispiel in Alpha Centauri ist die Contingency jetzt zum Beispiel auch schon... hat sich durchgesetzt, sozusagen. Ja, die Flotten müssen sich jetzt erstmal über der Erde sammeln. Ich hoffe, dass dann ein gewaltiger Gegenangriff gegen die Contingency folgt, weil das ist doch ein recht bedrohlicher Eindruck, der hier entsteht, finde ich. Ja, die Silence sind mit 157.000 jetzt im Sol-System. Das Neo Imperium Nobilitatis ist mit 66.000 drin und die Imperial Navy mit 210.000. Ja, doch, da ist einiges, das stimmt, das sehe ich jetzt auch gerade. Ja, ich glaube, gemeinsam sollten die das schaffen können. Die Contingency wird jetzt quasi Schritt für Schritt dann von dort aus zurückgedrängt, quasi ein Gegenschlag. Und in die andere Richtung kann sie ja auch nicht wirklich gehen, weil da wartet ein Awakened Empire auf sie und... Ja, ich glaube mit unserem lieben Green Jockey und der riesigen Flotte, die Osning das letzte Mal für ihn aufgebaut hat, will sich keiner so richtig anlegen, glaube ich. Obwohl, da kommt gerade eine Flotte der Contingency. Okay, im Gufur-System. Sie fliegen nach Jabba. Das heißt, sie werden sich dann gleich mit einer Flotte anlegen wollen. Mhm. Aber nur 56,7k, also von daher... Ja, ist ein bisschen klein dafür, das stimmt schon. Aber ich glaube, da fliegt die große 2,5 Millionen Flotte schon los. Ja, natürlich, die muss sich jetzt darum kümmern. Ich denke, das werden die Flotten der Wächter schon schaffen.
Ansonsten, wie gesagt, haben wir hier unten diese Entwicklung, dass Algol und Alpha Centauri inzwischen auch zu den zur Contingency gehören. Da muss also dringend was unternommen werden. In Sirius dauert es wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Ich guck mal gerade. Sieht knapp aus. Da ist es bald soweit, dass auch da die Contingency alles übernimmt. Das heißt, es war tatsächlich so, ja, letzte Eisenbahn quasi, dass die Imperial Navy und ihre Verbündeten hier jetzt eingreifen. Und ich bin nochmal kurz weg. Genau. Ich wurde schon wieder gerufen. Aber immerhin muss man sagen, dass die anderen Contingency Posten sich ruhig verhalten, wenn sie auch recht große und beeindruckende Flotten jeweils zu bieten haben. Warten wir mal ab, ob das noch lange so bleibt. Wenn ich etwas bemerken darf, ja. Befürchte ich, dass die Shazarak durchaus auch infiziert werden können. Das wäre schwierig, ja. Das wäre... Dieses sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Ja. Definitiv. Also vor den Shazarakim sollten wir uns in Acht nehmen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie als Maschinenwesen Teil der Contingency werden könnten. Und das gilt natürlich auf jeden Fall A zu verhindern und B im Falle eines Falles auf jeden Fall sofort mit aller Härte zu bekämpfen. Aber warten wir erst einmal ab, wie sich die Lage entwickelt. Ansonsten scheint es in der Galaxis eher ruhig zu sein. Ja, und man kann festhalten, dass auch eine gewisse Endstimmung so ein bisschen sich einstellt. Natürlich, wie gesagt, werden wahrscheinlich viele der Spieler trotzdem hier nach weiterspielen. Das ist auch vollkommen okay so. Aber irgendwann muss halt jedes Event sein Ende finden und so auch dieses. Und, es beginnt. Was beginnt? Ja, die Schlacht. Ah, wo? Im Jabba-System. Dann gucken wir uns das doch mal kurz an. Ich werde nicht lange drinne bleiben können. Das würde ein bisschen zu sehr auf die Performance gehen. Aber ihr seht schon, eine wirklich gewaltige Flotte des vollen Empire, beziehungsweise des erweckten Empire, geht in Stellung und wird wahrscheinlich gleich das Feuer eröffnen. Es schießt bereits. Ja, aber jetzt sehen wir auch tatsächlich die ersten Waffen. Bis jetzt sah das eher stumm und still aus, aber jetzt sehen wir riesige, gleißend leuchtende Laser über das Schlachtfeld wandern. Aber ich werde mal trotzdem vorsichtshalber rausgehen, weil ich glaube, dass sonst hier gleich die Performance wegbricht. Dem kann ich nichts hinzufügen. Faktisch bist du bereits strahlend rot. Was bin ich, strahlend rot? Strahlend rot oben im Blackfeed. Ah, okay. Ja, dann ist ja gut, dass ich rausgehe. Das ist halt immer der Nachteil. Die Performance in solchen Fällen ist halt tatsächlich nicht so leicht für das Spiel. Gerade wenn dann ein Beobachter reinkommt. Aber ich glaube, das gilt generell, je mehr Spieler sich gerade dieses System speziell anschauen. Nicht so einfach. Bin ja mal gespannt, ob sich noch irgendwo irgendetwas erheben wird, weil wir haben ja Multiple Crisis an. Ist also nicht auszuschließen, dass noch irgendwo eine weitere Endgame-Katastrophe auftaucht. Das wäre jetzt natürlich... Ihr könntet noch raushauen. Bitte was? Ihr könntet noch raushauen. Ach so, ja, eventuell. Sag nichts mehr. Verrate doch nichts. Es war nur ein Vorschlag. Ja, das sagen sie alle. So, aber die Frage ist jetzt, kommt jetzt auch mal der Rückschlag von den Vereinigten Flotten? Es sieht nicht so aus. Ich guck mal gerade ins Sol-System. Ja, hier wird eine kleine Transportflotte der Contingency wird bekämpft. Aber noch haben die Flotten sich nicht auf den Weg gemacht, die Gebiete zurückzuerobern.
Siehst du vielleicht, Tracy, noch irgendwo etwas Interessantes? Im Moment ist es so ruhig außerhalb dieses speziellen Schlachtfelds. So, da bin ich wieder. Ja, hallo? Jetzt ist das Imperium gelb. War das Imperium nicht die ganze Zeit schon gelb? Imperial Nein. Navy ist auch gelb. Ja, gleich das Farbe. Heißt Untertanenstatus. Genau. Moment, die Imperial Navy ist Untertan des Imperiums. Nein. Ja. Doch. Doch. Verzeihung. Ja. Ja, jetzt im Unionenkartenmodus sehe ich es jetzt auch, ja. Die Gor verlassen ebenfalls die Föderation. Oho. Ja, die Gor, und da bin ich jetzt quasi wieder der Informant. Ich würde mal in den nächsten paar Minuten nach Dar 1 und Gor 5 gucken. Es gibt nämlich eine kleine Entwicklung bei den Gor. Und zwar die Schiffe, die dort stehen, diese 101.000er Flotte, Gor-Brutschiffe. Mhm. Die werden quasi mit einem Kolonieschiff voller Tial in Richtung des Schwarzen Lochs schwinden und dann fliegen und dann durch das Schwarze Loch verschwinden. Die Tial werden quasi aus dieser Galaxie fliehen mit einem Kolonieschiff. Auf dem Kolonieschiff befinden sich, wie gesagt, ein Gelege der Tial und jede Menge Nahrung, die aus anderen Spezies gewonnen wird. Interessant. Was hat die Gor dazu bewogen, das zu tun? Oder haben die Tial das auf eigene Faust organisiert? Nun ja, die Tial wollen, wie gesagt, aus dieser Galaxie verschwinden. Kleiner Teaser. Ja, natürlich ist das ein kleiner Teaser auf ein eventuelles Wiedersehen in einer anderen Galaxie mit den Tial. Genau. Und hier ist übrigens jetzt das Kolonieschiff. Und es gab nur ein kleines Problem quasi, was spielmechanisch nicht umzusetzen ist. Und zwar, dass man die Hauptrasse purgen kann. Ja, das geht halt nicht, genau. Das ist leider ist das unmöglich. Ja, ich hab das Gefühl, Tracy möchte etwas sagen. Ja, die kinokische Armee macht sich auf dem Weg nach Sirius. Oha. Nach Sirius. Um die Contingency zu helfen. Genau, sie hilft bei der Befreiung der Menschen. Ist das zufällig die Flotte Rialda? Wo ist die? Im Piskus-System an der östlichen Grenze. Yashinto hat seinem Kommandanten Bescheid gegeben, dass er bitte in dieses System fliegen soll, um eben die Menschen zu befreien. Sie haben lange genug zugesehen und gesehen, dass einfach das ehemalige galaktische Reich Österreich nicht dagegen ankommt. Somit werden sie helfen. Ja, und hier sehen wir das auch gerade im Sirius-System, dass die Flotte der Kinoko hier anrückt, um die Contingency zurückzudrängen. So, ich werde nochmal eine kurze Ankündigung machen bei den Imperial Navy etc., damit die Bescheid wissen. Mach das. Es sollte auf jeden Fall kein großes Problem sein, da im Sirius-System kein spürbarer Widerstand existiert, der sich dagegen lehnen könnte. Ich habe allerdings gesehen, dass die Contingency auch schon begonnen hat, bei den Chazarak wohl einzudringen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das immer noch aktuell ist. Ich habe nur irgendwelche Schiffe dort gesehen. Das naja, also bei Alpha Fortress steht eine 2,5 Millionen Flotte der Chazarak. Ich denke, die werden sich darum gekümmert haben. Gut möglich. So. Das heißt, wie sieht es im Sol-System aus? Da sammeln sich immer noch die Flotten. Also ich würde nicht nach Regas Heiligtum gucken, weil da sind gerade hunderte von Stapeln von einzelnen Schiffen. Im Sol-System meinst du? Nein, in Regas Heiligtum. Regas Heiligtum. Wenn du dir mal die Liste Heilige. Von den Schiffen anguckst. Ach du Heilige, hier sammeln die Promosi scheinbar alle Schiffe, derer sie habhaft werden konnten.
Und ja, aber legen sie nicht zusammen, zu einer Flotte. Haben sie noch nicht zusammengelegt, richtig. Hm. Aber auch da wird jetzt halt Vorbereitung getroffen, die Contingency zurückzudrängen. Dann würde ich sagen, wir werden dann wohl im nächsten und letzten, zumindest dem letzten aufgezeichneten Part von WB04, werden wir dann wohl noch sehen, wie die Contingency von den vereinten Kräften der Galaxis zurückgedrängt wird. Zumindest diese große, sich ausbreitende Contingency. Und bis dahin sage ich einfach mal, macht's gut, bis zum nächsten Part. Tschüss. Lebt wohl.